Also ich würde mal jetzt sagen, dass ich mich mehr auf die Schule konzentriere und nicht im Jetzt-Leben und auch ein bisschen an die Zukunft denke. Und vor allem auch die Zeit mit meiner Familie zu geniessen. Ich bin Sandra Peiss, bin Kundenberaterin bei der Clubschule Migros, die zu der Migros-Gruppe gehört. Was mir sehr viel Spass macht und auch Freude macht, ist, wenn ich einem Kunden behilflich sein darf, wenn er einen passenden Kurs gefunden hat, wenn er sehr lange auf der Suche ist und nie etwas Passendes gefunden hat und ich ihm hier den richtigen Kurs anzubieten konnte. Dann hat er Freude und das freut mich auch sehr. Wir haben spezielle Arbeitszeiten. Also alle haben einen eigenen Plan. Das heisst, immer Montag Nachmittag frei, Montag Morgen. Und da ist man dann ein bisschen unflexibel, wenn man mal will, wenn man einen Termin hat und den nicht warnen kann, weil man aber wirklich an die Zeit gebunden ist. Das ist ein bisschen der Nachteil, aber der Vorteil ist dann auch wieder, dass du gleich einen Nachmittag frei hast, der nicht selbstverständlich ist. Darum hebt sich das wie wieder auf. Die Clubschule ist eine der grössten Weiterbildungsstätten in der Schweiz. Also wir haben über 600 Kurse, die wir anbieten. Mein Job ist Berater, also ja, von Management und Wirtschaft bis Deutsch, Englisch, dann auch Freizeitkurs. Wir haben verschiedene Abteilungen, die wir arbeiten. Wir haben eine Telefonberatung und auch einen Schalter. Das heisst, ich bin zum Beispiel am Morgen 3 Stunden am Schalter tätig, den Kunden beraten, 6 Deutschkurse, die wollen wissen, wie der Ablauf ist, was man lernt in dem Kurs, was für Voraussetzungen das man haben muss. Nebenbei bereite ich auch noch einmal Kurs vorbereiten, Lehrmittel richten. Dann habe ich 2 bis 3 Stunden jeweils Zeit, um meinen eigenen Bereich daran zu arbeiten, Sachbearbeitungszeit. Da hat die Kundenberatung bei uns einen Bereich, den wir dort betreuen. Mein ist jetzt Englisch, das heisst, ich bin für den Englischkurs zuständig. Da organisiere ich Kurs organisieren, dann betreue ich die Lehrpersonen betreuen, befragen und auch Kunden, die sich für den Englischkurs interessieren. Und danach habe ich auch noch Telefondienst, das ist noch in einem anderen Büro. Und am Telefon haben wir auch recht viele Beratungen, auch auf den verschiedenen Bereichen, die man anbietet. Es gibt Personen, die auch gerne möchten, einfach sich kurz vor dem Kurs entschuldigen lassen oder sich direkt für einen Kurs anmelden. Und dann tun wir sie auch anmelden oder für eine Informationsveranstaltung anmelden oder Kursunterlagen schicken. Einfach unser Ziel ist einfach, dass wir unsere Kunden können zufriedenstellen und dass sie sich für einen Kurs bei uns entscheiden. Ich bin in Degerhamn aufgewachsen, habe dort die Schule gemacht. Nachher bin ich zu der Clubschule, habe dort die Ausbildung gemacht als kaufmännische Angestellte. Habe mehrere Branchen, also mehrere Abteilungen können durchlaufen. Habe nebenbei noch Berufsmatura gemacht und arbeite jetzt dann 10 Jahre bei der Clubschule. Also ja, schon immer. Ich kenne gar nichts anderes als das Clubschule und ich fühle mich sehr wohl und ja, gefällt mir eigentlich immer noch sehr gut. Um bei uns in der Clubschule arbeiten zu können, muss man nicht unbedingt eine kaufmännische Ausbildung haben. Wir haben auch sehr viele Quereinsteiger, die aus dem Detailhandel kommen und dann einfach nur eine Zusatzausbildung gemacht haben, zum Beispiel die Handelsschule. Also man kann auch von ganz verschiedenen Orten kommen. Und man muss auch sicher Freude am Kundenkontakt, also gerne auch mit persönlichen Gesprächen, weil also Freude haben und ja, und einfach kontaktfreudig und teamfähig auch sein.